Moin Autopflegefreunde und willkommen zur Autopflegesaison 2021. So langsam geht es ja los, die Temperaturen werden wieder ein bisschen wärmer. Und deswegen habe ich heute ein lockeres Video mit euch geplant. Ich habe ein paar Produkte ausgesucht, die ich bestellt habe. Und die würde ich euch gern zeigen, vielleicht ein bisschen was dazu erklären und was mit den Produkten alles geplant ist. Von daher bleibt auf jeden Fall dran, falls euch das interessiert. Als allererstes wollen wir dann mal die Kiste hier nach unten tun. Ja, weil die stört ein bisschen, dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Und los geht's vielleicht mit zwei recht aufregenden Produkten. Und zwar die neuen Graphen-Produkte von Turtle Wax. Was heißt neu? Also die sind noch nicht so neu, aber die gibt es noch gar nicht in Deutschland, sondern die gibt es nur in den USA. Da haben wir hier mal das Flex Wax und das To the Max Wax. Okay. Also wenn das nicht mal verrückte Produkte sind, also zusammen heißt es dann Hybrid Solutions Pro Graphene Infused to the Max Wax. Also wenn das nicht mal viel verspricht, nee, keine Ahnung. Also da soll ja angeblich Graphen drin sein. Wer eins der letzten Q&As gesehen hat, der merkt, dass ich da ein bisschen skeptisch bin. Aber ihr habt euch das gewünscht, dass ich mal ein paar Graphenprodukte zeige, deswegen werden wir die hier auf jeden Fall ausgiebig testen und dann wisst ihr auch, ob die was können oder nicht. Weiter geht's mit einem Produkt aus den USA von Meguiar's und zwar das Pro Hybrid Ceramic Sealant. Ist hier so eine Wachsversiegelung, so eine Flüssigwachsversiegelung mit SiO2, also mit Keramikanteilen, Hybrid. Gibt es auch nur in den USA bis jetzt. Und das wollte ich auch gerne mal testen. Also ein ganz, ganz frisches neues Produkt, was ja vielleicht auch nach Deutschland kommt. Ich gehe mal davon aus, weil Turtle Wax hatten wir ja gerade und Meguiar's, die kommen eigentlich meistens nach Deutschland. Leider deutlich verspätet, aber mal gucken, ob das gut wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Falls ihr irgendwelche Wünsche zu den Produkten habt, was wir damit machen sollen oder so, schreibt die gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann probiere ich das auf jeden Fall umzusetzen. Als nächstes haben wir zwei Kunststoffpflegen und zwar einmal das Kochchemie Nanomagic Plastcare und einmal das 303, die Kunststoffpflege, ich weiß gar nicht, Aerospace Protectant heißt die wahrscheinlich. Das sind Kunststoffpflegen, wir testen gerade Reifenpflegen, die sind gerade auf meinem Auto drauf. Da wird dann hoffentlich in einem Monat der Test kommen und wir planen ja immer direkt vor und deswegen als nächstes kommen die Kunststoffpflegen dran. Da habe ich hier auch schon ein bisschen was da. Die beiden habt ihr mir bei Instagram vorgeschlagen. Und falls ihr wollt, dass auch euer Produkt mit dabei ist oder irgendein Produkt, was euch interessiert in Sachen Kunststoffpflege, dann schreibt das mir gerne privat, per E-Mail, per Instagram oder eben hier unten in die Kommentare rein. Und dann probiere ich das Produkt zu besorgen und dann wird es Teil dieses Tests. Also von daher vielleicht auch an dieser Stelle interessant für euch. Da könnt ihr auf jeden Fall bei uns mitwirken auch. Was haben wir noch? Hier die ScanGrip-Lampe, das ist ja eine meiner liebsten Lampen. Damit kann man eigentlich das Auto ganz gut untersuchen, ob da noch Haze drauf ist oder Swirls oder Kratzer. Also viele von euch, die polieren, die werden diese Lampen kennen, die sind sehr gut. Aber das Licht ist ein bisschen heftig und doll und dann gibt es da so den Effekt, dass man dann manche Kratzer nicht mehr so gut sehen kann. Und da hat jetzt ScanGrip was rausgebracht und zwar die Diffuser. Fand ich ganz interessant. Wollte ich mir mal holen. Ich habe das selber auch noch gar nicht ausgepackt. Mal gucken. Wurde jetzt doch ein bisschen heftiger, aber ich hatte keine Lust, das da einzeln rauszufummeln. Das geht auch definitiv eleganter, aber ich bin ungeduldig. Das sind hier einfach nur so Plastik, ist das glaube ich, so Aufsetzer, die das Licht ein bisschen streuen. Also ich kenne das hier von meiner Studiobeleuchtung. Das ist dann nicht mehr so direkt. Das setzt man hier einfach auf. Das funktioniert auch sehr gut. Das scheint auch relativ fest zu sitzen. Ja, also das hält auf jeden Fall. Kann man hier machen, was man will. Das bleibt dran. Und das streut das Licht ein bisschen, gibt ein bisschen weicheres Licht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der Kamera sieht. Wir probieren das einfach mal live aus. Wahrscheinlich sieht man es nicht. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber es macht das Licht einfach ein bisschen weicher, verteilt das ein bisschen mehr, macht das nicht so direkt. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, auch viele Kratzer, die ihr sonst nicht so gut sehen würdet, ein bisschen besser zu sehen. Ich finde das vor allem interessant, weil ich mir dadurch erhoffe, dass ich auch besser Videos drehen kann.
Weil mit der Kamera ist es noch ein bisschen schwerer, immer die Produkte, beziehungsweise nicht die Produkte, aber die Lackfehler immer ordentlich einzufangen. Und ich hoffe, das erleichtert mir die Arbeit ein bisschen. Und damit könnt ihr dann vielleicht auch in Zukunft die ganzen Sachen, was sich so auf dem Lack abspielt, ein bisschen besser sehen. Genau, deswegen, das gibt es im Viererpack. Ich glaube, 16 € oder so kostet das. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich blende jetzt den Preis an, einfalls das ein anderer Preis ist. Aber genau, fand ich ganz interessant. Als nächstes kommt was Großes, Microfiber Madness. Auch wieder so eine Sache, die ich richtig, richtig cool finde. Und zwar hat sich meine Mutter gerade einen Traum erfüllt und die hat sich ein VW-Bus geholt, ein T6, einen umgebauten. Und mit dem möchte sie in Zukunft gerne auf Kurztrips fahren, damit in Urlaub fahren. Da ist hinten so eine kleine Küche drin und ein Bett und ein Sofa oder sowas ähnliches. Und da wollte ich ihr eine Freude machen und ihr was für ihr Auto kaufen. Und da habe ich hier die Microfiber Madness Incredipole. Und zwar ist das eine Möglichkeit, euer Auto zu reinigen. Und zwar richtig, also so wie wir das kennen, mit der Zwei-Eimer-Wäsche. Und ich habe mich noch überhaupt nicht mit diesem Produkt beschäftigt, wie man jetzt sieht. Aber das gehört dann hier ran. Dann kann man das hier auch ausfahren auf eine relativ gute Länge. Hier, wie ihr seht, also das geht dann relativ lang. Hier ist ein Kopf dran, der sich auch sehr gut anpasst. In alle Richtungen kann man den drehen. Und dann hier ganz wichtig, dieser Mikrofaseraufsatz, den man abziehen kann und waschen kann. Ich spare mir das jetzt mal, aber ihr könnt mir das glauben. Der ist hier mit so einem Klettverschluss dran. Das heißt, den kann man dann raufmachen und wieder abmachen. Hier drunter ist auch so eine Art Schwamm. Also das saugt sich dann auch noch mit Wasser voll. Und man kann diese Aufsätze auch nachkaufen. Dann hat man mehrere davon. Das ist genau der gleiche Stoff, wie auch der Waschhandschuh hat. Sehr, 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 sehr weich. Und damit könnt ihr dann auch sehr gut verschiedene große Fahrzeuge, kleine Fahrzeuge, alles könnt ihr damit waschen. Von daher finde ich eine tolle Möglichkeit für meine Mutter. Es gab auch eine Q&A-Frage, wo genau nach diesem Teil gefragt wurde. Deswegen finde ich, das bietet sich an. Ich werde dazu noch ein Video machen. Finde ich eine richtig gute Sache. Also die Incredipole. Weiter geht's mit Produkten, die ich von Benedikt bekommen habe, vom Detailing verliebt. Ich verlinke euch jetzt mal hier den Kanal. Die habe ich alle unentgeltlich bekommen, also alles andere kaufe ich ja immer. Aber das habe ich unentgeltlich bekommen, nur dass ihr das wisst, der Transparenz halber. Aber der Benedikt hat gesagt, zeig die, mach damit, was du willst, teste die. Wenn die schlecht sind, dann sag den Leuten, dass die schlecht sind. Er ist sehr von dem Produkt überzeugt und ich habe Spaß daran, die Sachen zu testen. Also gucken wir uns mal an, was der liebe Benedikt uns geschickt hat. Drei Produkte sind dabei. Einmal hier das Sunlight. Das ist, glaube ich, ein Einsteiger-Coating. Ich glaube, das andere heißt Moonlight. Das richtet sich dann eher an Aufbereiter. Aber das Sunlight, das kann quasi auch der normale Endverbraucher benutzen. Hier steht auch direkt drauf, ist ein Prototyp. Also vielleicht ändert sich noch was an der Formel. Aber wir dürfen damit rumprobieren und rumtesten, wie wir wollen. Zum Zweiten noch ein Quick-Detailer. Hier steht Produkt sparsam auf die Oberfläche auftragen. Nach 24 Stunden wetterfest. Dann hier gibt es noch ein Spray Sealant. Produktsparsam, steht genau das gleiche drauf. Nach 24 Stunden ist es wetterfest. Also da eine kleine Abklingzeit, wollte ich schon sagen, eine kleine Aushärtezeit beachten. Also Detailer, Versiegelung und Keramik. Da bin ich sehr gespannt. Die Produkte werde ich testen. Ich werde vielleicht so ein ganzes Video machen, wo ich dann auch noch das aktuelle Produkt von Benedikt mit reinnehme. Ich hole das einmal. Das wäre dann das Final Touch. Das wären dann alle Produkte von Benedikt und da bin ich sehr gespannt, auch wie sich das verhält, wo dann das Final Touch landet zwischen den beiden. Und ja, gucken wir mal an, wie gut das funktioniert. Falls euch das interessiert, schreibt wie immer gerne in die Kommentare rein, was ich dazu testen soll. Außerdem habe ich dann noch eine Kleinigkeit von Surfaces bekommen, die wurde so mit reingelegt. Das ist hier einmal das Tire and Rubber. Ein bisschen spät. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Reifenpflege, die habe ich gerade gestartet. Also die läuft schon. Deswegen kommt das ein bisschen zu spät. Aber spätestens nächstes Jahr ist das dann mit dabei. Das kommt ins Lager rein. Und dann hier noch so ein Christmas Special von Surfaces.
Ich weiß auch noch nicht, was da drin ist. Ist ja ein bisschen spät im März, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Da will man natürlich auch nicht unhöflich sein und ich finde es super nett von ihm, dass er das mit reingetan hat. Er hat auch vorher gefragt, also nicht, dass das irgendwie umsonst mitgeschickt wird und dann sozusagen hier in der Tonne landet. Nee, also ich werde das dann auch schon direkt testen. Ist, glaube ich, so eine kleine Aufmerksamkeit, die Surfaces an so ein paar Aufbereiter geschickt hat, aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Vielleicht ist es auch was anderes. Einmal ist das hier eine Lackschutzcreme, Christmas Cream und Christmas Spray Wax, eine Sprühversiegelung. Vielleicht können wir da nochmal Videos zu machen, falls euch das interessiert. Ich weiß auch gar nicht, auf welchen Produkten das beruht oder ob das eigene Produkte sind. Keine Ahnung, mal gucken. Falls euch das interessiert, dann schreibt das wie immer in die Kommentare. Das war's dann auch schon. Ich habe dann nochmal alle Produkte hier für euch aufgebaut. Falls ich ein paar Mal zu oft genau da hingeguckt habe, da steht mein Kontrollmonitor. Den habe ich in diesem Video zum ersten Mal benutzt. Ich habe das Gefühl, ich habe da ein paar Mal reingeguckt. Verzeiht mir bitte, ich werde es auf jeden Fall noch lernen, direkt in die Kamera zu gucken. Genau, das war der Grund dafür. Falls euch das Format gefallen hat oder auch falls es euch nicht gefallen hat, ganz wichtig, vor allem nicht einfach irgendwie wegklicken, sondern sagen, nee, das gefällt uns nicht, das ist sau langweilig, macht das gefälligst allein, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich. Ich brauche bloß so ein bisschen das Feedback von euch und viele von euch haben es sich gewünscht, dass ich mal ein Unboxing mache und zeigt, was so jeden Monat an neuen Produkten reinkommt. Und das ist so die kleine Auswahl von meiner letzten Bestellung. Ich wollte euch einfach mal dran teilhaben. Falls euch das interessiert, dann schreibt das auch unten rein. Und ich habe nochmal alle Produkte, die ihr auch käuflich erwerben könnt. Das sind ja nicht alle hier. Die aus Amerika sind ein bisschen schwer zu kriegen. Aber alle anderen habe ich euch unten verlinkt, falls euch die interessieren. Ansonsten werdet ihr auf diesem Kanal dann auch in den nächsten Wochen hierzu Videos sehen, falls es euch interessiert. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Euer Team von Auto Lifestyle.